Damit hat sie es. Oh, da hinten ist ein Bär. Bären sind gefährlich. Und Bären mögen keine Zombies, wie wir sehen. Okay, dann haben wir das Zeug zusammen, was wir für die Werkbank brauchen. Können wir die nämlich heute Abend bauen. Dann vielleicht sogar schon da in der Bude. Weiß ich nicht, das werden wir vielleicht noch nicht schaffen. So zeitlich gut sehen wir dann doch nicht aus, leider. Da. So. Wunderbar. Wir müssen dann ja das ganze Zeug rüberschleppen. Quasi umziehen. Aber dafür will ich die Bude erstmal gesichert haben. Wir können schon mal die Stämme ersetzen und aufwerten. Anfangen mit aufwerten, zumindest. Gucken wir ganz kurz auf die Uhr. Okay. Also auf die echte Uhr, nicht die Ingame-Uhr. Weil ich nur so und so viel Zeit zum Aufnehmen habe. Und das... Es ist sehr gut, dass ich 42 gemacht habe, wenn man plus 40 brauche. Mal sehen, ob das überhaupt stimmt. Oder ob ich Humbug gerechnet habe. Mal sehen. Aber mal gucken. Na, wackeln die so rum hier. Das sieht gut aus. Ja, habe ich richtig gerechnet. Okay, 40 für eine Reihe. Dann müssen wir die Dinger noch aufwerten. Da brauchen wir am Anfang Holz für. Ja, hier das Gras im Weg. Bup, bup. Ja, hier, wenn du schon mal da stehst. Hä? Als nächstes brauchen wir was? Hier das Gras wieder im Weg. Ja, geh halt weg, Gras. Komm. So. Stufe 2. Hier ist jede Menge Gras im Weg. Alles weg. Die werte ich jetzt erstmal den ganzen Weg hoch, soweit ich kann mit den Dingern. Und erst danach mache ich dann die nächste Reihe. Weil das Aufwerten bringt mehr als mehrere rein. Glaube ich zumindest. Nicht hundertprozentig sicher. Jetzt brauchen wir nämlich Eisen und zwar jede Menge 20 gleich. Ja, genau. Dann müssen wir nicht gleich nochmal in die Mine klavenzeln. Das Ding hier reparieren, bitte. Dankeschön. Ja, da muss ich jetzt nochmal in die Mine. Ist so dunkel. Kommt mir schon vor, als wäre es schon so weit, dass Nacht wird. Aber ist noch gar nicht so weit. Achso, und die Schaufel brauchen wir auch repariert. Genau. Sehr gut. Und dann ab ins Loch. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist er wieder heiß, oder was? Du hast doch auch keine Ahnung, was dir ist. Ja, machen wir Licht an. Ja. Licht ans Fahrrad. Hier, Licht. Sehr schön. So. Was haben wir hier? Stein. Mist. Ich hatte auf was anderes gehofft. Das ist bloß Stein. Naja, buddeln wir mal hier den Kies weg. In der Hoffnung, dass noch irgendwas kommt. Was nützlich ist. Irgendein Level Up hat man gerade. Das ist schon mal nützlich. Alter, stöhn doch jetzt hier nicht so. Ich zieh mich ja schon aus. Ja. Wunderschöner Mantel. Ausgezogen. So, ich hoffe, wir kommen hier irgendwo hin. Ja, da fällt es ein bisschen ein. Das ist etwas, was ich schon gesagt habe, dass man da aufpassen muss. Das hier glänzt aber komisch. Was ist das? Das ist Blei. Cool. Das ist schon mal cool. Den können wir auch gebrauchen. Damit wir noch mehr Scheiben basteln können. Cool, dann haben wir jetzt hier Kohle, Blei und Eisen schon gefunden in der Mine. Nicht allzu viel bisher, also von der Menge her, aber ziemlich vielseitig. Meistens finde ich immer bloß Eisen.
Davon dann zwar jede Menge, aber halt bloß Eis. Ja, hier gehen wir weg. Ach, meine Ausdauer ist weg. Schade. Aber das war's schon, ne? Zwei Dinger. Erledigt. Muss mal hinten noch irgendwo hinkommen, wo es lustig ist. Sieht aus, als wäre das Eisen. Warte mal ganz kurz, ich brauche schon wieder Ausdauer. Ich kann, glaube ich, mal einfach hier in Wasser trinken. Es gibt ein bisschen Ausdauer. Sehr schön. Deine Fertigkeit Bergbauwerkzeuge ist jetzt auf Level 23. Yay! Beste. Geht gut. So, weg mit dem Zeug. Hier geht's noch ein Stück weiter, wie es aussieht. Aber das war's. Hier ist noch. Ich habe die Hoffnung, dass ich hier noch was finde, ne? Ach, da. Hier ist aber nix. Doof. Wobei, hier geht's noch weiter. Hier ist noch nicht alle Tage Abend. Das ist alles noch, Kies. Das ist Eisen. Sehr gut. Mal gucken, vielleicht kommen wir hier jetzt auch noch irgendwo hin. Wo es dann mal in die Tiefe geht oder so. Wir sind ja noch relativ weit oben. Und die Ausdauer ist schon wieder weg. Muss ich den hier mal weghacken, sonst komme ich dann hier rein. Oh, weil Essen ist runter. Ah, ich habe aber nichts mit. Da kann ich jetzt nichts machen. Hm. Was ist denn das? Das ist komisch. Ach, ich war nicht mehr geduckt. Okay. Er hat mich quasi entduckt. Aus Gründen. Oder war ich gar nicht geduckt? Weil das war ja jetzt laut. Hm. Wer weiß. Aber jetzt kommen wir hier noch ein Stück tiefer rein. Da ist noch Eisen, da ist auch Eisen. Können wir hier nochmal Licht anmachen, dann sehen wir noch ein bisschen mehr. Wobei man es nicht ganz so gut sieht mit dem Licht. Mit dem Bergbauhelm sieht man deutlich besser. Da der die Farben nicht verfälscht, sieht man besser, welches Erz es ist. Ja, hier geht's weiter. Hier sehen wir wieder das, das hier auftaucht. Der Kies. Und da kommen wir weiter runter. Das ist sehr gut. Das ist fester Stein. Ja, jetzt nicht weiter. Aber hier schon. Was ist das? Das sieht wie Kohle aus. Ist aber gar nichts. Einfach nur Stein. Sieht so dunkel aus. Muss da was sein, oder? Nö. Es sieht halt dunkel aus. Manchmal sehen dunkle Sachen auch dunkel aus. Verrückt. Na gut. Hier ist auf jeden Fall Eisen. Wir sind ja quasi nur noch wegen Eisen hier. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt auch nicht mit vielen anderen Sachen. Was ist das? Noch mehr Kies. Ach, hier überall ist es auch noch Eisen. Hübsch, hübsch. Was ist das denn? Hallo? Deine Reichweite jetzt bloß noch so kurz. Ausdauer ist auch schon wieder am Ende. Ja, dann trink halt noch ein Wasser. Vielleicht sollte ich doch noch mal ein Bier nehmen, zu mir nehmen, dass ich hier weiter vorankomme. Ja, komm. Wir haben's doch. Benutzen. Wie viel Zeit ist es denn? 16 Uhr, okay. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt Zeit, wo wir ein bisschen hacken können. Bis das Bier nachlässt. Dann haben wir jede Menge Eisen mal einschmelzen können. Wir brauchen es ja für die Stangen dann. Später in jedem Falle. Gucken für was noch. Das ist Eisen. Das ist Stein. Das ist alles interessant, was hier so zum Vorschein kommt. Das ist Stein.
Ich hoffe, das hält alles irgendwo dran. Hier ist es auf immer runterkommt. Das Eisen. Nice, 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 nice. Wow. Sehr gut. Wir kommen leider nicht in die Tiefe. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir uns hier graben. Ich hoffe, nee, unter irgendeins von den Häusern, wie das ein Ei fällt. Ah, Mama, da, genau so. Habe ich mir das gedacht. Wenn es sich nirgendwo mehr festhalten kann. Gut, ist uns nicht passiert. Ich habe leider... Ja, habe ich Holz mit? Ja, ein bisschen. Ich könnte ein paar Rahmen bauen und mit den Rahmen hier so abstützen. Aber fällt es halt ein. Ich versuche einfach irgendwo zu stehen, wo es mir nicht auf den Kopf fällt. Das muss reichen. Weil dadurch, dass es einfällt, legt es auch jede Menge Eisen frei, weil es fällt ja bloß das weiche Zeug ein, was die Erde und der Kies ist. Das ist ja nicht so schlimm. Da ist nochmal Eisen. Ne, das ist kein Eisen. Sah wie Eisen aus, ist aber keins. Passiert irgendwas, wenn ich das weghacke? Nix, sehr gut. Das sieht aus wie Eisen, ne? Hier. Ist aber keins. Das ist einfach nur Verarsche. Hier hätte ja Eisen sein können, sollte das heißen wahrscheinlich. Ne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gucken, wir hacken das mal weg. Vielleicht finden wir noch welches. Ein bisschen Stein können wir auch noch gebrauchen für... Ne, das ist einfach bloß ein Fehler. Manchmal passiert das. Hier, das hier ist Eisen. Da gibt's kein Vertun. Das ist es. Nehmen wir auch jetzt mit. Huch, ruckel, ruckel. Alles gut. So, jetzt kommt gleich so ein Moment, wo wir wieder das Zeug hier weggraben müssen, wo es wieder alles einfallen kann. Wir einfach mal hoffen, dass es das tut, aber nicht auf unseren Kopf. Und das kann von mir aus einfallen, aber nicht auf meinen Schädel. Oh, hier schön Eisen, du. Gefällt mir ja ganz gut. Ich muss gleich wieder die Spitzhacke reparieren, die ist am Ende. Die Haltbarkeit ist unter der Hälfte. Jetzt verliert sie, fängt sie an, Schaden zu verlieren. Das kann ich jetzt hier nicht gebrauchen, also repariere das Schweineding. Verliert sie halt Level, ist ja nicht so schlimm. Wie viel Eisen haben wir denn? 400, naja, schön. Die sind ja, glaube ich, mal 5. Also 2500 Eisen haben wir schon. Da können wir 25 von diesen Iron Balls Dingers bauen. Und ein bisschen Eisen für die Spikes zum Aufwerten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die brauchen. Ich würde eigentlich auch nochmal nachgucken. Pudel jetzt hier einfach gewaltig weiter. Ja, da fällt wieder was ein. Überraschung. Bin schon ein bisschen lebensmüde, ne? Da oben noch was? Hier ist Eisen, ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Die Ressourcen sind, glaube ich, immer am Rand von diesen Gravel-Dingern. Die Gravel-Dinger fallen halt dann gerne ein. Wenn über dem Gravel Stein ist, ist das nicht so schlimm. Ne, dann fällt bloß der Gravel ein. Aber wenn über dem... Kies. Es heißt Kies. Wenn über dem Kies bloß Erde ist und dann ein Gebäude, dann kann es sein, dass das ganze Gebäude einkracht. Hier auf dem Schädel. Und das ist dann nicht so geil. Aber macht nichts. Hier ist ne... YOLO. YOLO ist hier. Ne. Einfach mal hacken. Hacken und hacken lassen. Ach hier, unser Boost ist weg, leider. Oh, ich kann noch mal ein paar Pflastersteine bauen. Das mache ich auch glatten Weges. Noch mal ein bisschen Lehm dann holen, bevor wir heimgehen. Damit wir weiter basteln können. Da ist auf jeden Fall Eisen.
Ich stelle hier, glaube ich, gleich eine Fackel auf, damit ich mehr sehe. Aber so wie es aussieht, wenn hier die Nacht anbricht, ist meine Aufnahme auch vorbei, zeitlich gesehen. Dann muss ich leider schon aufhören. Mir geht die Zeit aus. Ein bisschen schade. So, weg damit. Wie sieht's denn aus? Da kommt noch mehr Eisen zum Vorschein. Da auch. Glaube ich zumindest, dass das Eisen ist. Ne, das ist wie hier drüben bloß so eine Verarsche ist. Hier ist aber auch nochmal Eisen. Ich glaube, dann hacken wir das ja schon mal weg. Ja, schön. Schade, dass der Boost weg ist. Geht's jetzt nicht mehr so schnell voran hier. So, weg damit. Kommt da irgendwas Neues zum Vorschein? Nein. Das sieht nicht so aus. Jetzt ist da oben halt noch Eisen. Hier ist noch Eisen. Okay. Schnappen wir uns. Und dann nehmen wir uns noch Lehm mit und dann ist eigentlich auch erstmal gut, würde ich sagen. Wir können ja noch in Haus plündern. In Haus plündern wir noch. Wie bin ich denn hier reingekommen? Nice. Das ist eine enge Angelegenheit hier. So, raus aus der Bude. Irgendwas los hier? Nö. Ja, ich bastel, ich tue jetzt Zeug ablegen und tue mir nochmal irgendein Haus plündern da hinten. Ich hab Bock drauf, nochmal ein bisschen zu kämpfen und zu plündern. Bevor wir jetzt hier aufhören. Allerdings muss ich ja schon mal mein Inventar leer räumen. Hier, mach das da rein und das da rein. Und dann das da rein. Nochmal ein bisschen Zeug abholen müssen wir. Der kommt da rein, der kommt da rein. Der da, der da. Die nehmen wir mit. Die kommen da rein. Die nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Nee, das Bier nehmen wir nicht mit. Moment, Bier kommt weg. Brauchen wir jetzt nicht. Haben wir nicht mehr so viel, ganz schön durchgebastelt. Hier tun wir die rein. Noch irgendwas, was weg kann. Nee, ich denke mal, der Rest ist okay, so wie er ist. Ach doch, der komische Hammer, den braucht man ja unbedingt. Hammer braucht man nicht, Schaufel braucht man. Ja, okay. Warum brauchen wir die Schaufel? Weil ich nochmal kurz Lehm sammle. Wenn ich an welchen vorbeikomme. So einfach ist das. So, gehen wir mal da hier in diesen Kindergarten rein. Mal gucken, was uns da erwartet. Hier, jede Menge Tote. Eine Wanderhorde. Huch, was war das? Ach, hier. Der da. Huch. Wo will er hin? Kommt zurück. Ja, ich bin hier. Ja, nice. Ja, super. Okay. Jede Menge Federn wieder. Damit hat sie es. Oh, da hinten ist ein Bär. Bären sind gefährlich. Und Bären mögen keine Zombies, wie wir sehen. Aber Bären haben viel Fleisch. Warte mal. Komme ich hier irgendwo auf ein Dach hoch? Ich muss mal ein paar Rahmen bauen. Rezepte. Da bin ich tot, war garantiert, weil ich hier den Rahmen nicht finde. Hallo. Ja, nicht 108, aber. Ja, komm. Was machst du hier? Übrigens wollte ich dich messern. Nice. Messer geht gut. Okay. Keine 108, weg da. Ich mach das hier mal weg. Rezepte. Holzrahmen.
10 oder so. Ja, 12 geht auch. Okay, mach 12. So, das hier kann wieder an. Was war denn das? Wassersteine. Aruk. Okay, wo ist der Bär? Da hinten. Ja, vielleicht von dem Haus aus kaputt schießen. Wir versuchen das mal. So. Bärbel. Der ist riesig, ey. Nice. Das ist auch ein Gammelbär. Na? Was ist los? Ja. Ich erwischt, ne? Gammelbär. Den habe ich ja noch nie gesehen. Cool. Von Weitem sah der gar nicht aus wie ein Gammelbär. Gucken, wie viel der aushält. Hast du es? Nee. Okay. Ich glaube, ich habe genug Pfeile mit. Weil der sieht nicht so aus, als würde der jetzt gleich sterben. Ja, Kopfschuss. Da sind wir hoffentlich schneller fertig mit dem. Alter. Du bist aber gut, Junge. Ja, den ganzen Tag Zeit. Zählt das nicht als Kopfschuss, oder? Alter. Du bist aber gut, oder? Na gut, ein paar Schuss haben wir noch. Mal gucken. Erwischt. Yep. Level up. Hallo. Bärbel. So, was hast du mit? Jede Menge Zeug von allem möglichen. Das war doch in Ordnung, okay. Ja, war nicht ganz so episch wie gedacht. Aber okay. Kann ja alles haben. Hallo? Ja. Wo seid ihr, Jungs? Hier ist keiner. Du bist oben garantiert. Ja, ist okay. Bleiben Sie mal ganz unruhig. Erwischt. Klingenwaffen. Hier ist keiner. Das ist schön. Eine Karte. Schatzkarte. Lesen. Gott segne dich, Jennifer, was? An denjenigen, der diese Notiz findet. Freund, das Ende ist nahe. Die Monster brechen meine Tür auf, aber in meinen letzten Momenten kann ich nur daran denken, wie ich in Erinnerung bleiben möchte. Nicht als Feigling, sondern als jemand, der an andere denkt. Ich hinterlasse dir diese Kiste, die dich zu einer meiner vielen geheimen... Ach, Karte. Die dich zu einer meiner vielen versteckten Truhen führt, die ich vergraben habe. Okay.
Akzeptierbar. Finde den Schatz. Oh, eine 400er Wrench. Nett, nett, nett. Ansonsten ist ja nicht viel. Hier sind doch nicht so viele Sleeper drin, habe ich das Gefühl. Vielleicht hat sich das Spiel gedacht, so ein Zombie-Bär, das reicht. Für viel mehr muss ich den jetzt nicht mehr ärgern. Och, ich krieg langsam echt Hunger hier. Also meine Spielfigur. Ja, okay. Doch ein Sleeper da. Ja, da klatscht schon um. Messer ist stark, ey. Echt gut finden. Ach, ihr seid oben. Ja, ich vergesse das, sorry. Hier, ich hock mich hin, ich bin weg. Ist gut, Jungs. Keiner mehr da. Ihr könnt euch abreagieren. Oh, dreimal Kaffeebohnen. Sehr gut. Die können wir dann morgen anpflanzen. Heute wahrscheinlich nicht mehr. Weil mir hier die Zeit ausgeht. So viel Zeug. Nice. Okay. Gucken, ob oben noch was ist. Ja. Ja, ich weiß, ich habe daneben gehauen. Einen schönen Rock hat sie. Trau ich mich hoch? Geronimo! Oh, ein Dicker. Der andere ist eher so unbeeindruckt, oder? Was? Das Messer geht gut. Ja, puh. Mine, was willst du dazu noch sagen hier, ne? Jungs, ich bin da. Ja. Siehste, ne. Ja, das Glück. Die Mutter hier im Kerzenschein. Im Traum. Ja, hier. Messer dich. Gucke dich das an. Erwischt. Was hast denn du mit Nailgun Parts? Das ist ja ein Traum. Hm. Muss ich das jetzt hier doch zerlegen, damit ich die Nailgun Parts mitnehmen kann? Hast du was mit, mein Freund? Nee. Gut. Dann kann ich ja meine Fackel wieder einstecken. Hier ist nix. Hier ist was. Ich glaube, das kennen wir auch noch nicht. Dann können wir das mal lesen. Es nützt uns zwar nix, weil wir die... Wir haben ja die Werkbank schon gelernt. Und wir kennen die Eisenbeinschienen schon und die sind besser. Warum dann die anderen überhaupt noch nehmen? Deswegen war es ein bisschen sinnlos, dass ich die jetzt gelernt habe. Okay, gut. Haben wir das Haus fertig? Ich guck mal, ob jetzt hier noch irgendwas kommt. Wahrscheinlich nicht. Ja, lass mal gut sein. Gehen wir wieder raus. Dann können wir... Hallo? Hier ist noch jemand. Der Bekanntschaft mit meinem Messer finden will. Schließen will. Da. Marlene! Hier, Marlene. Oh. Weggemessert. Ja, kann ich immer Hundefutter essen. Yam, yam, yam. Äußerst deliziös. Was steht da für einer? So ein großer. Achso, das ist hier so. So ein Heinz. Den Messer haben wir auch noch schnell weg. Es gibt gute Erfahrung für das Messer. Nice. Echt nicht schlecht, das Messer. Echt nicht schlecht. Habe ich irgendwie schlimmer gedacht. Na gut. So kann man sich irren.
Noch eine Stunde, bis es hier finster wird. Ah, eine Schlange. Ja, die bleibt da mal. Ist jetzt sehr egal. Ich habe ja noch genug Essen. Huch. Na, warst du unbeeindruckt, wa? Guck mal, meine Fertigkeit in Klingenwaffen ist nun Stufe 7. Freut dich das? Bestimmt. Ja. Ja, Schlange. Schlange, Schlange oder Schlange? Wo ist sie denn? Ich weiß nicht, wo sie sich hingeschlängelt hat. Dann hat sie Glück gehabt. Dann ist es hier jetzt gut. Ich pflanze jetzt bloß noch den Kaffee an. Kaffee, Rezepte, Kaffeesamen. Oder das mache ich das nächste Mal. Wenn ich hier gerade auf die Uhr gucke, ist es nämlich vorbei, leider. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Das wäre super. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann ist natürlich ein Abo ideal. Dann seht ihr nämlich sofort, wann hier die nächste Folge kommt. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann nur zu, rein in die Kommentare. Ich freue mich über alles. Also dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.